Der letzte Fall war keine 24 Stunden alt. Und ich saß wie immer in meinem Büro mit der Gewissheit, dass es wieder passieren würde. Fast täglich kamen die Klienten und ich kann nicht ohne Stolz behaupten, dass ich bisher jeden Fall souverän gelöst hatte. Auch an diesem Tag kam eine verzweifelte junge Lady und sie litt, genau wie alle anderen Klienten vor ihr, an den gleichen Symptomen. Ich reichte ihr ein Taschentuch. Sie erzählte mir die gleiche Geschichte wie alle. Sie war ängstlich, fühlte sich bedroht und hatte den Verdacht, dass ihr Wagen zum Ort eines schrecklichen Verbrechens geworden war. Sie suchte Hilfe und hatte gehört, ich sei der Beste und verdammt nochmal, ich bin der Beste. Wir gingen in den Hinterhof, wo sie ihr Auto geparkt hatte. Ich öffnete die Tür und schon stieg mir ein übler Geruch in die Nase. Es war schon wieder passiert und es würde niemals aufhören, wenn ich nichts dagegen unternehmen würde. Bei Rickys bestellte ich uns erst einmal einen doppelten Pfefferminztee und erklärte ihr, die Klimaanlage eines Autos ist ein idealer Nährboden für Krankheitserreger und verdammt nochmal ja, das kann gefährlich sein. Die Lösung war so einfach wie genial. Ich reichte ihr die Visitenkarte der nächsten Fachwerkstatt und sagte, Lady, eine gut und regelmäßig gewartete Klimaanlage spart nicht nur Geld, sondern ist auch besser für Ihre Gesundheit. Machen auch Sie den Klimacheck in Ihrer Fachwerkstatt, bevor es zum Problem wird.